Also ja, wir haben einen Trupp Paladine Ja. verloren. Das war aber auch irgendwann klar, dass das passieren würde. Persönlich. Ich? Wirklich? So, deswegen speichern wir hier jetzt auch noch mal wieder. Und das hier oben scheint das Kriegslager zu sein, das von wo aus unser Feind seine Truppen entsendet. Ah ja, wir haben es jetzt irgendwie geschafft zu überleben. Das sollten wir nutzen, uns erstmal einen Ort zum Verschnaufen auszusuchen. Also ja gut, hier oben ist noch ein Altar mit einem Lager und allem. Gut. Hier können wir jetzt mal uns gucken. Spion. Die Bekanntschaft mit den richtigen Leuten und ein paar Fähigkeiten, die ihr lieber für euch behalten, lassen euch mehr Informationen über Städte herausfinden. Okay, und Adlerauge. Niemand kann sich vor euren durchdringenden Zauberblick verbergen. Leicht erhaltet ihr durch einfaches Ansehen notwendige Informationen über feindliche Einheiten. Ja, lernen wir mal das Adlerauge erstmal. Was? Also ja, hier ist ein Holzfällerlager. Jetzt sollten wir wirklich solche Informationen wie über unsere Paladine und so kriegen, mit der Rüstung und dem mit der Kampfstärke und so. Oder? Yep. Also, auch was für eine Stufe die Gegner haben, wenn sie denn eine haben. Also, das sind nur Zombies mit Fernkampf und Schaden und allem. Nahrung und Gold aufgestiegen. Schauen wir mal kurz wegen unseren Sachen, die wir so haben. Angriff und Gesundheitspunkte für einen Magier wären schon mal nicht verkehrt. Totem der Dunkelheit. Nee, 50, die Hälfte, nur noch die Hälfte unserer Gesundheit zu haben. Euer Feind ist mein Feind. Würde ich nicht so wirklich nehmen. Außer ich gebe es meinem Dämon. Das war. Bereit. Nein. Wir dienen dem Kaiserreich. Also nimm du das mal. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Da unten liegt noch Zeug rum. Hier oben ist allerdings nichts mehr. Das Ding ist nicht zugänglich. Das hier wäre zugänglich. Ich weiß nur nicht von wo. Ach, von da wahrscheinlich. Also hier rüber. Gut, bevor ich mich aber nochmal der Brücke nähere. Also ja, da oben ist noch der Chaos, der Kristall. Also ja, es zieht an, was. Wer hängt wieder? Ich sehe da auf jeden Fall jemanden hängen.
Nee, hängt niemand, okay. Also ja, da drüben Ahnenkrypta mit Skeletten. Und das ist etwas Gold. Das ist auch immer praktisch. Bereit. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg. Ich muss halt auch sagen, die Idee mit dem Erfahrungspunkte für die Steigerung benutzen, finde ich recht nett gemacht. So haben auch so Einheiten, die eigentlich nicht mehr viel bringen, also Gegner, die nicht mehr viel bringen, wie Wildschweine und so, trotzdem noch einen Wert, wenigstens ein paar Erfahrungspunkte zu bringen. Weil sie sind nicht mehr ernstzunehmende Gegner, aber trotzdem bringen sie wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Also ja, hier müsste ein Phantomkrieger sein. Ich sehe noch was auf der Karte. Ach, ein paar Angreifer sind hier auch noch unterwegs. Gut, den kriegt ihr. Also kritischer Schaden und zwar 20% erhöht oder kritische Trefferchance, keine Ahnung was von beidem. Ja, ich sehe Angreifer, ich sehe nur nicht, wo sie sein sollen. Weil sie sollen irgendwo hier sein, aber hier sehe ich keine. Okay. So, hier sind die Krypten. Oh, ein Phantomgrab. Das ist sehr interessant. Vor allem die bringen halt verdammt viel. Ah, das waren Angreifer, keine Verteidiger. Die Verteidiger dürften jetzt gleich rauskommen. Die bringen aber halt auch verdammt viele Erfahrungspunkte. So, jetzt können wir damit eigentlich unsere Führungsfähigkeit noch weiter steigern. Oder erstmal hier alles fertig machen und gucken, was für neue Passivs wir da gekriegt haben. Weil man muss auch immer dran denken, wenn wir die Führungskraft steigern, also nicht die Führerschaft, sondern die militärische Fähigkeit, werden dadurch unsere Einheiten um einiges besser. Den Stab, also das Schwert, macht 100% mehr Angriff. So, dann können wir hier mal einen Blick drauf werfen, was für neue Fähigkeiten wir hier haben. Pfadfinder, ihr habt viele Nächte mit dem Studium von Weltkarten verbracht, aber jetzt kennt ihr dafür den schnellsten Weg, um eure Einheit von Ort zu Ort zu befördern. Die Bewegungsrate eurer Soldaten nimmt 25% zu, ist schon mal sehr nett.
Leichtschwinge. Leichtes Manövrieren in den magischen Strömen. Ihr veranlasst eure magische Inkarnation 25% schneller zu reisen. Also die Scrollgeschwindigkeit um 25% erhöht. Und das hier? Eure Macht über Körper und Geist ist sehr stark. Eure magische Verkörperung kann sich ohne Verlust magischer Energie 25% weiter von Meistern entfernen. Also ja, erhöht unsere Entfernungsstufe halt. Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei, nochmal unsere Truppen zu steigern. Was? Das kommt uns dann halt auch zugute, falls wir wieder kämpfen müssen. Und ja, wenn ich richtig verstanden habe, sind die roten Truppen die Hauptgegner. Wenn man vorhin mal richtig aufgepasst hat, waren da nämlich auch ein paar gelbe Oker dabei. So, das gucken wir mal, was passiert, wenn ich meine Truppen, also die Jungs hier, geradeaus schicke. Ja, dann spawnen hinter mir instant Gegner. Wir werden angegriffen. Töten meine Magier und alles. Meine Einheiten werden angegriffen. Und ja, da kommt der die Hauptarmee. Okay. Das heißt, wir gehen nicht da lang. Muss man wirklich hier hochgehen zu der Mühle und gucken? So, jetzt sind sie auf mich fixiert. Jetzt kann ich sie töten, weil die haben Nahrung dabei, die ich dann auch noch an sie verkaufen kann. Auf zum Sieg! Auf zum Sieg! Ja. Also ein bisschen Wegelagerer spielen. Ja, hier irgendwo werden mir Angreifer angezeigt. Auf ihren Wagen. Also ja, da unten ist eine Patrouille unterwegs, die aus der Stadt kommt wahrscheinlich. Profi-Angreifer und so. Profikämpfer, die wir wahrscheinlich jetzt hier auch anlocken. Okay. Ich will auf jeden Fall noch die 100 Gold nacherholen. Ich? Wirklich? Nun, ich werde gehen. So.
Kagal ist schwächer geworden. Sein Zauber des Wahnsinns wurde zerschlagen und viele Krieger haben ihn verlassen. Nun muss der Verräter in seinem eigenen Lager geschlagen werden. Ein paar der boshaften Anhänger Kagas stehen ihm noch zur Seite. Es ist besser, uns Zeit zu nehmen und eine mächtige Armee um uns zu scharen. Ja,